Weil, keine Ahnung, irgendwie. Ich habe es irgendwie nie durchgespielt. Ich weiß nicht wieso. Nie zu 100% heißt das. Weil das ist als so kleiner Bub, der du da bist mit 10, 8, 19 Jahren, keine Ahnung, wann das, warte mal, es kam 1997 raus, aber ich weiß nicht, ich glaube, da hat das noch, ich weiß gar nicht, wann hab's bekommen. Das Nintendo 64, das weiß ich gar nicht mehr, ob ich das mit 10 oder mit 11 oder so bekomme oder mit 8. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich damals den Game Boy Color bekommen habe. Da hatte ich sogar beide Pokémon-Editionen. Damals Rot und Blau hatte ich beide. Da war ich so stolz drauf, dass ich beide hatte. Und dann hat man mir den Game Boy Color geklaut in der Schule. Und dann war ich naja, nicht debri, aber ich habe mich so geärgert in mich selber, dass man mir den Game Boy Color geklaut hat. Dann hätte ich jetzt nicht nur heute nur die gelbe Edition von Pokémon, sondern auch die rote und die blaue. Es ist deine Lieblingsmusik. Allgemein oder spieltechnisch? Ja, was heißt allgemein? Ich spiele sowieso, was heißt, ich höre sowieso eigentlich fast nur Videospielmusik. Also so Ostkram und weiß ich was. Wenn ich da mich auf einen bestimmten Ost festlegen müsste, wäre das eigentlich Mafia 3. So der Mafia 3 Ost. Weil da gibt es einige richtig geile Lieder drauf, finde ich. Vor allem Dinge so im letzten Kapitel, was es da gibt. Halt ganz normal. Jo. Also ich höre eigentlich momentan nur Videospielmusik. Ab und zu höre ich mal ein bisschen Enya. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die macht so. Ich weiß gar nicht, wie der Genre heißt. Das ist aber eher so beruhigende Musik. Was du weißt, bevor ich hier irgendwie auch nur in Versuchung komme, ist ja ersaufen. So. Ja, also so videospieltechnisch würde ich mich auf Mafia 3 festlegen. Und auch so normal ab und zu mal Enya. So, was die meisten anderen hören, höre ich gar nicht. Da bin ich eher speziell. Wie kriege ich dich jetzt eigentlich mal raus? Ich glaube, Kunu heißt das für oder so. Nehmen wir es in der deutschen Version. Ich weiß gerade nicht ganz, wie er auf Englisch heißt. Ich glaube, ich muss einmal anhempeln oder so, da kommt er raus. Oder ich muss einen bestimmten Radius, muss ich da mich ihm nähern. Da kommt raus. Hallo. Wer ist dein Frästchen? Put, 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 put. Put, 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 put. Meine sind Pharrell Williams, Happy, Melusio und Bootcamp. Bootcamp. Kenne ich gar nicht. Kann ich ja mal googeln nachher. Auch wenn das wahrscheinlich eher nicht. Oh, ein Leben. Auch wenn das nicht eher so mein Musikgeschmack sein wird. Alter, wie kriege ich dich jetzt raus? Du nervst mich. Na, dann rempel ich dich halt mal alle und geh mal schnell hoch, bevor ich hier saufe und vielleicht bist du dann draußen. Ich weiß echt nicht mehr, wie man den triggert. Den Typen. Lustig, wie Mario manchmal beim. Und es manchmal beim Vorwärtsschwimmen irgendwie so rumbackt. Ich muss ja sagen, Super 64 ist da sowieso noch eines der. Oh, er ist draußen, sehr gut. Eines der Spiele, die irgendwie so damals ziemlich glitchy waren. Ziemlich verglitscht. Du kannst dir zum Beispiel, kannst du, wenn du so eine Sonne. Sondern nehmen wir es mal hier, diese von dem. Von da oben, diese Kante da. Da kannst du dich festglitschen und glitscht dann irgendwie so. Glitscht da ein paar Mal rum und naja, also Bootcamp von Videospiel. Ach so, okay. Ja, ich muss mal kurz auftauchen. Aber wo war das? Da vorne. Ganz, 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 ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht. Ja, man hört meine Tastatur übrigens. BB, BB. Das könnte auch das Geräusch aus Zelda sein, wenn man fast stirbt. So nervig ist das. Wenn das nicht sogar fast dasselbe Geräusch ist. In welcher Reihenfolge war das jetzt nochmal? Nein. Okay. Ich glaube, ich werde hier sterben. Wenn ich Pech habe. Ja.
Einen Moment, den Link rufe ich gleich mal auf. Ich will nur mal kurz hier auftauchen, bevor ich hier sterbe. So, Pause. Machen wir mal kurz Open URL. Icarus, Alien Vanguard. Ach. Ist das. Mama, das ist doch Doom, oder? Also Doom. Oder ist das eine Mod für Doom? Oder wie? Warte mal. Meine Freunde und Abonnenten, die haben mich mit Holz an Weihnachten. Ach so. Ah ja, doch, Doom. Ach so, das ist eine Art. Okay, das ist eine Art. Hier steht, dass diesmal geht es um das Doom Game Icarus Alien Vanguard. Ach, das ist so eine Art Mod, okay. Also so eine Art oder das ist die Engine von Doom verwendet. Denke ich mir mal. Mal kurz eben hier, oder mal kurz. Ich kann ja mal eben kurz den Kram retten. Wozu haben wir das denn? Doom. Mal hier. So. Ups, oder? Und bitte eine Subregion. Nein, nicht den gesamten Bildschirm, sondern nur das hier. Ist das das richtig oder? Ja, das müsste richtig sein. Okay. Ups. Oh, das ist ja fast sogar so groß wie das Fenster hier, wie mein Streamfenster. Ah, das da ist übrigens von DC Reptile aus dem Streamforum. Machen wir mal kurz hier ran. Mal von vorne bitte. So. Ich warte drauf, bis er unter der Tür steht und dann irgendwie ist der Katsche oder sowas. Also das muss man vorstellen, das Spiel damals war in Deutschland indiziert. Oder Doom 2 war, Doom 1 und Doom 2 war, glaube ich, indiziert gewesen. Das haben sie ja vor ein paar Jahren, 2012 oder wann das war, haben sie es, glaube ich, wieder vom Index genommen. Das kann man sich in den USA gar nicht vorstellen, dass sowas wegen Gewalt sowas irgendwie nicht dort erscheint. Das ist ja dort ganz anders. Alles, wo ein bisschen nackte Haut gezeigt wird, ist es gleich ultra schlimm. Aber in Deutschland ist es meistens andersrum irgendwie. Da wird einfach, wenn da irgendwie 1000 Köpfe rollen oder die Leute zerschnitzelt werden. Ich glaube, das gibt es bei England oder Amerika. Doom Eis ist inzwischen, glaube ich, sogar, darfst du sogar wieder hier bewerben. Wie gesagt, das stand ja mal auf dem Index. Und inzwischen darfst du es wieder bewerben. Das heißt, früher durftest du es nicht erwähnen. Weil das hätte dann, also das hatten dann so an das Problem, die Leute, die ganzen Zeitschriften, die ganzen Videospielzeitschriften und so weiter, hatten das Problem, dass sie das Spiel nicht erwähnen durften. Doom und so, die mussten das halt irgendwie umschreiben oder indizites Spiel einschreiben. Das ist eigentlich ist das ja voll dumm. Dass irgendwas, auch diese ganzen Zensur und so und das ist eigentlich echt an sich total dumm, finde ich jedenfalls. Wobei ich ja sowieso nicht so der Shooter-Spieler bin, sondern mehr RPGs. Und da ist ja nicht das Problem, vor allem nicht bei den japanischen RPGs, dass da diese ganzen mit Gewalt und was ich was.
Ich glaube, ich wäre da schon mehrmals gestorben hier. Ich habe ja mal Battlefield 3 Let's Played. Und ich habe das angefangen auf schwer oder sehr schwer, oder das war. Ich glaube, noch schwer, es gibt nur leicht, mittel und schwer dort bei dem Spiel. Und habe es auch schwer probiert zu spielen und das war ein totaler Reinfall. Ich bin der erste mit so mindestens 5 oder 6 Mal schon gestorben, bis ich überhaupt die Mission halb durch hatte. Also was Shooter angeht, bin ich einfach total schlecht. Ich habe früher Serious Sam habe ich mal gespielt, das war es dann aber auch schon. Daher. Und naja. Ich finde es ja interessant, der spielt das wahrscheinlich per DOSBox oder so, das Spiel. Und für den Epic Maker gibt es ja den, oder was heißt für Epic Maker? Es gibt allgemein die Möglichkeit, das sind der Midis, die da gerade abgespielt werden. Du kannst, wenn du den, wie heißt es, den Bass MIDI Driver hast, kannst du da mit Soundfonts die Qualität von den MIDIs wesentlich besser haben. Also da gibt es teilweise Soundfonts, heißt es, also so, wie erkläre ich das? Soundfonts sind halt so für den Computer Anweisungen, wie gebe ich welche Instrumente von MIDIs wieder in welcher Qualität und so weiter. Okay. Hat das sich eingesperrt? Aha. Klebt das sich einfach mal raus. Und ja, da kann man dann, da gibt es dann teilweise des Anfangs. Und gefällt dir die Musik? Ganz gut. Also man kann sie sich, ich sag mal, man kann sie sich anhören. Für Shooter-Verhältnisse ist sie gut. Wenn ich mir so von heute die Shooter angucke, da ist das schon wesentlich besser hier. So Battlefield oder so, da könnte ich mich an kein Lied erinnern, was ich da im Game gehört hätte in der Kampagne. Nur irgendwie an die Main-Themen, ja, aber als alles andere, weil da hast du nur Soundeffekte, bum, 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 und was ich noch alles und Schüsse und Explosionen und da Musik gibt's ja irgendwie kaum. Ich weiß nicht, oder ich hatte die Soundeinstellung falsch, kann natürlich auch sein, dass Battlefield geile Musik hat, aber naja. So, ich glaube, ich werde erstmal Mario weitermachen. Ups. So. Aber ist echt nicht schlecht. Dafür für Shooter-Verhältnisse. Was? Was sind das jetzt? Okay, warum bin ich eigentlich nicht voll? Ich will erstmal volle Power haben, bevor ich hier runtergehe. Pom, 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 als die Pombe explodiert. Der ist doch so. Du hast doch nur wirklich nur Soundeffekte irgendwie gehabt und es kam jedenfalls beim Let's Play kam selten Musik und wenn, dann könnte ich mich nicht an die heute erinnern. Es ist irgendwie sehr viele Shooter haben heute das Problem, dass sie schlechte Musik haben. Also meine Lieblingskomponisten angeht, natürlich hier Mario-Komponist und so, Zelda und Nintendo allgemein, Koji Kondo. Dann Nobuo Uematsu würde ich sagen, Nobuo Uematsu wird glaube ich ausgesprochen. Also der von Final Fantasy. Hallo, könntest du mal zerplatzen bitte? Hallo? Ach jetzt. Yes. Warum hat er mir... Ach ja. Und Shoko Sakai. Na toll, das darf ich noch mal da hinten hin. Shoko Sakai, das ist der den Ostrom Mafia 3 gemacht hat. Also ja, wenn Bedarf besteht, kann ich ja nachher mal ein paar Lieder mal zeigen. Ich wollte sowieso, glaube ich, nachher mal ein bisschen
Machen wir mal bis um halb.